Gut, dann machen wir mal das Unboxing von diesem Aufbereitungsset von Colormatic für die Scheinwerfer. So, was steht da drauf? Macht vergilbte matte Scheinwerfer wieder klar. Die günstige Alternative zum Neukauf. Ja gut, machen du es immer noch ich, aber die helfen dabei, ganz klar. So, was haben wir denn da drin? Sieht ziemlich voll aus, richtig cool. Das Ding hat jetzt knappe, also 42, 43 Euro im Internet gekostet. Bei Kfz-Teile 24 habe ich es bestellt. Ich hätte es auch beim Lieferanten hier um die Ecke bekommen für 60 Euro. Das ist der offizielle Verkaufspreis. Internet kann keiner mehr mithalten mittlerweile. Was haben wir hier alles? Jetzt ein Kunststoffreiniger. Okay. Gibt es extra einen Reiniger für die Scheinwerfer. Ich hätte jetzt einen ganz normalen Scheibenreiniger genommen. Jetzt hier von Würth, aber ich hätte da alles mit, also jeden Reiniger genommen. So ein Scheibenreiniger. Hätte, denke ich, auch gereicht. Gut, was ist das? Kunststoffhaftvermittler, also ein Primer. Für den Klarlack wahrscheinlich, weil die Scheinwerfer werden dann neu lackiert sogar. Ja? So, und was haben wir hier? Jawohl, zwei Komponenten Klarlack glänzend. Sehr cool, okay. Okay, da unten muss man wahrscheinlich reindrücken, damit sich die zwei Komponenten dann vermischen. Oh, was haben wir hier noch? Ein Schwamm, sehr cool, zum Nassschleifen. Handschuhe. Klebeband, das ziemlich gut klebt. Schleifpapier ist auch dabei. Okay, sehr cool. Was haben wir denn da? 800er. 800er und 2000er. Okay. Obwohl ich glaube, dass ich bei den Scheinwerfern, die sind so fertig, da brauche ich noch 600er. Schauen wir mal. Okay, ist das eine Anleitung, wie das Ganze funktionieren soll? Sehr cool. Dann kriegt es auch jeder hin. Super. Was haben wir hier noch? Wow, sogar ein Anwendungsfilm. Kurzer Zwischenstopp. So, Vergilbungen sind alle weg. Jetzt kommen wir auf die andere Seite. Und dann das gleiche nochmal. Dann wird geprimert und lackiert. Wir haben jetzt alles hier gereinigt, erst mit 800er geschliffen, dann mit 2000er, dann gereinigt, abgeklebt, wupp, noch den anderen. Ja, und jetzt wird der Primer aufgetragen und dann wird er noch lackiert, der gute, die guten Scheinwerfer. Bam, hier haben wir das Endergebnis, Hammer, sieht aus wie neu. Am Anfang habe ich schon einen Schreck bekommen, ich dachte es bleibt so milchig, aber dann habe ich hier meinen kleinen Joker geholt. Der trocknet das ganz schnell. Trocknungszeit bei 20 Grad, circa 7 Minuten staubtrocken und 7 Stunden komplett durchgehärtet. Klar, man kann es beschleunigen mit dem Infrarotstrahler hier. Aber Hammer, ich bin zufrieden, passt. Der Kunde wird sich auch freuen. Anstatt neue Scheinwerfer einfach die alten aufbereitet. Wahnsinn. Top.